Hallo und herzlich willkommen bei Cosplay Heaven. Mein Name ist Marybella und heute bekommt ihr das erste Tutorial des Cosplay 1x1. Und zwar geht es heute darum, Perücken unter eine. Und zwar geht es heute darum, Perücken aufzusetzen. Dafür habe ich drei verschiedene Arten vorbereitet. Bei zwei davon braucht ihr so eine Wig Cap oder so ein Netz. Wenn ihr nichts davon zu Hause habt, aber ihr braucht unbedingt etwas, könnt ihr von einer alten Strumpfhose unten den Fuß abschneiden und könnt euch ihn dann über den Kopf setzen. Ne? Und als letzte Möglichkeit für die Leute, die Kopfschmerzen von Wig Caps bekommen, habt ihr noch eine Möglichkeit ohne Wig Caps. Die anderen zwei Arten sind einmal für kurzes Haar und einmal für langes Haar. Ich hoffe, euch helfen die Tutorials und ich wünsche euch viel Spaß bei den Videos. Wir beginnen mit der Methode für lange Haare. Dafür teilen wir mehrere Sektionen ab, die ihr dann in solche kleinen Schnecken rollt. Wie ihr das jetzt schon hier sehen könnt, ihr nehmt ein relativ großes Passé, wickelt es um euren Finger, nehmt die Spitze und rollt es dann flach auf euren Kopf auf und fixiert es mit einer Nadel oder gegebenenfalls auch mit zwei Nadeln, damit die Haare fest am Kopf liegen, fest und flach am Kopf liegen. Damit ihr eure Haare gut verteilt habt und nicht irgendwo einen Knubbel habt, sondern die Haare halt komplett um euren Kopf verteilt sind. Das ist natürlich jetzt hier alles in der Schnellmethode. Wenn ihr dann nochmal mehr Details sehen wollt, dann könnt ihr mir immer schreiben. Genau, ihr macht es so lange so weiter, bis ihr komplett den ganzen Kopf eingerollt habt und danach kommt das Perückennetz drüber. Wichtig ist, dass alle Haare drin sind, besonders im Nacken und in der Front. Das ist schon die zweite Methode, ist für mittellanges Haar oder auch für langes Haar. Manchmal kann man es auch für langes Haar benutzen. Dafür flechten wir die Haare in zwei Zöpfe zusammen. Ganz easy. Flechtvideos findet ihr ganz viel auf YouTube. Dafür ist das Video jetzt nicht gedacht von der Länge her. Wenn ihr fertig seid, dann tut ihr die zwei Zöpfe hinten miteinander übereinander lappen und könnt sie dann fixieren mit Nadeln, bis ihr ein gutes Gefühl habt. Bei längeren Haaren könnt ihr sie halt komplett um den Kopf wickeln. Hier ist es halt wichtig, dass wirklich die Haare flach am Kopf liegen. Danach könnt ihr noch die kleinen Härchen wegwappen. Und dann kommt auch schon das Perückennetz drüber. Und das Lustige ist, das ist auch schon die zweite Methode ohne Wig Cap. Also so trage ich das immer ohne die Cap drunter. Dann könnt ihr nämlich diese Klammern der Perücke in die Zöpfe setzen, was auch einen sehr guten Halt gibt. Wichtig ist, hinten mache ich immer dieses Gummi zusammen. Das müsst ihr immer gucken, wie groß euer Kopf ist, ob ihr das komplett zusammen macht. Ich hoffe, euch haben die Videos gefallen und irgendwie geholfen. Das ist nur der erste Teil von mehreren Videos, von vielen Videos. Wenn ihr kleine Hilfen braucht, wie Augenbrauen aufhellen, Sommersprossen malen, Wimpern aufkleben, dann folgt uns doch einfach. Und dann bekommt ihr als nächstes eine Nachricht, wenn das nächste Video hochgeladen wird. Ich hoffe, wir können euch helfen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you.